HDMI-Monitore für Kameras sind echt langweilig und eigentlich doch sowieso alles dasselbe und Unterschiede gibt's kaum, oder? Naja, die grundlegende Funktion ist zwar die gleiche, aber Unterschiede gibt es zwischen den Modellen auf dem Markt schon sehr gravierende. Und dieser Portkeys PT6 hier, der hat einige super interessante Features, die es zu diesem Preisrahmen bisher noch gar nicht gab. Und das schauen wir uns natürlich jetzt mal im Detail an. Ich bin's David, ihr schaut DaVision und Film ab. Wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, dann denkt an Like, Abo und einen Druck auf die Glocke und schaut auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. Dieser Budget-Monitor-Markt, der war bisher mehr oder weniger beherrscht von Feelworld, Anticine, New World, Tarion und anderen Marken, die im Prinzip alle ähnliche Geräte angeboten haben, die fast gleich waren, nur mit einem anderen Markenlabel drauf. Wenn es dann etwas mehr Funktion haben sollte, kamen Marken wie Desview ins Spiel und für Profis sind dagegen die Geräte von Atomos oder Small HD eher die richtige Wahl. Portkeys hat aber letztes Jahr mit dem LH5P gezeigt, was möglich ist mit einem HDMI-Monitor, dass man zum Beispiel auch die Kamera steuern kann. Aber wirklich günstig war der eben auch nicht. Der PT6 hier dagegen ist eher ein Einsteigergerät, der aber alle wichtigen Boxen checkt und durch ein sehr, sehr gutes Bedieninterface überzeugt. Kostenpunkt hier 200 Euro oder sogar weniger, je nach Bezugsquelle. Und was mir an dem Ding zuerst aufgefallen ist, sind die Maße. Denn derart dünne Display-Ränder wie hier, die findet man selten, wenn nicht kaum. Ich halte mal ein iPhone daneben, dann seht ihr, das Ding ist nicht viel größer als ein iPhone 14 Pro und hat sehr, sehr, sehr schmale Display-Ränder. Das Display selbst ist dabei hier 5,2 Zoll groß und die Auflösung liegt bei 1920x1080 Pixeln, also Full HD. Und das Besondere ist dabei, dass es sich hier um ein IPS-Panel mit 100% DCI-P3 Farbraumabdeckung handelt. Das heißt, es kann mehr Farben präziser darstellen und unterstützt dabei sogar 10-Bit Farbtiefe per FRC. Die maximale Helligkeit liegt dafür hier aber nur bei 600 Nits. Das ist also nicht unbedingt ein Monitor für den Außeneinsatz. Dafür hatten die extra hellen Monitore bisher aber immer das Problem, dass sie ein sehr starkes Backlight-Bleeding hatten, dass die Farben nicht naturgemäß aussahen und dass der Kontrast nicht besonders gut war. Der Kontrast wird hier mit 1500:1 angegeben und ist auch in der Praxis sehr ordentlich und Backlight-Bleeding, das sieht man kaum. Die Stromversorgung erfolgt entweder über Sony NPF-Akkus, normal, gängig, oder aber auch über Canon E6N-Akkus. Das ist natürlich dann praktisch für Canon-Fotografen, weil die eben diese Akkus sowieso mit dabei haben und dann auch noch für den Monitor verwenden können. Noch dazu kann der Monitor natürlich auch über einen DC-Eingang mit Strom versorgt werden. Entweder von einem Netzteil oder über D-Tab von einem V-Mount-Akku oder. Was dem Monitor aber leider fehlt, ist ein DC-Ausgang für die Stromversorgung der Kamera. Das gibt es hier leider nicht. Sehr schön finde ich aber die Hardware-Schalter am Gerät selbst, denn es gibt einen Hardware-Schieber als Anschalter. Was man hier jetzt auch schön sehen kann, ist die Anschaltezeit. Denn das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Das Ding braucht satte 10 Sekunden vom Schalter umlegen, bis überhaupt irgendwas auf dem Display angezeigt wird. Und dabei hat man nicht mal irgendeinen Indikator oder eine LED, die angezeigt wird. Und es gibt einen Hardware-Schieber, um den Touchscreen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Neben dem HDMI-Eingang gibt es auch noch einen Kopfhöreranschluss, falls eure Kamera keinen hat, und einen USB-A-Anschluss, über den man LUT-Files auf den Monitor laden kann, aber dazu kommen wir gleich noch. Auf der anderen Seite gibt es wiederum den Anschalter, wie schon gesagt, einen DC-Eingang, wie schon erwähnt, und einen HDMI-Ausgang für die Loop-Funktion und als Livestreaming-Ausgang. Was das bedeutet, das erkläre ich euch gleich noch. Wie schon erwähnt, ist das hier ein Touchscreen-Monitor und er hat sogar eine Anti-Fingerprint-Beschichtung und das funktioniert ziemlich gut. Tasten gibt es am Monitor nicht. Die Bedienung ist komplett Touch-only und funktioniert auch mit Wischgesten. Vielleicht klingt das am Anfang doof, aber es geht ziemlich schnell ins Blut über. Ich zeige euch mal fix, wie das funktioniert. Je nach Geste landet ihr in einem anderen Menü. Das zuletzt verwendete Menü gibt es, wenn man nur aufs Display tippt. Das Bild rückt in die Mitte, sodass das Menü das Bild nicht verdeckt und außen herum werden die Elemente der Oberfläche angezeigt. Wischt ihr nach links, kommt ihr zu den Assist-Features. Und wischt ihr nach rechts, kommt ihr wieder zum generellen Menü. Dort könnt ihr zum Beispiel die Display-Settings anpassen, ihr könnt das Bild drehen lassen, falls das Ding über Kopf montiert ist, ihr könnt die Sprache einstellen. Deutsch gibt es aber leider nicht. Ihr könnt LUTs über den USB-Anschluss auf den Monitor laden. Das funktioniert super gut mit bis zu 17 Punkte 3D-LUTs. Ein paar wichtige sind auch schon vorinstalliert, aber zum Beispiel kein C-Log 3. Ihr könnt auch die Lautstärke einstellen und die Firmware ebenfalls über USB-Stick aktualisieren. Also eher die Dinge, die man nicht ganz so oft macht.
Im Assist-Menü gibt es dann wiederum alles, was ihr braucht für die Bildbeurteilung. Die Positionen können selbst angepasst werden und es stehen 19 verschiedene Assist-Funktionen zur Auswahl, die sich auch kombinieren und gleichzeitig anzeigen lassen. Jedes Assist-Feature kann angepasst werden und wenn man das aktiviert hat, was man braucht, tippt man wieder in die Mitte und kommt zurück zum Bild, inklusive gewählter Assist-Feature. Funktioniert sehr, sehr gut und wenn man andere Portkeys-Monitore kennt, dann kommt man super schnell zurecht. Das Menü ist vielleicht nicht so schick und fancy wie bei Atomos oder Small HD, aber es funktioniert sehr ordentlich und bietet alles, was man braucht und ist meiner Meinung nach auch intuitiver zu bedienen als zum Beispiel bei einem Desview-Monitor. Portkeys nennt den PT6 einen Livestream-Monitor, ist aber meiner Meinung nach ziemlicher Quatsch. Denn das Einzige, was an diesem Monitor in dieser Hinsicht besonders ist, sind zwei Funktionen. Zum einen soll der Monitor keine typische HDMI-Latenz haben und der Monitor kann die geladenen LUTs auf den HDMI-Ausgang anwenden. Wenn man zum Beispiel mit einer Kamera in Log filmt und aufzeichnet, dann kann der Monitor die Conversation LUT anwenden und über HDMI-Out wieder ausgeben. Oder eben auch bestimmte Look-LUTs lassen sich so anwenden. Das ist ganz cool, aber das war's auch schon. Denn ohne eine Capture Card geht mit diesem Monitor auch noch lange nichts zum Livestreamen. Und wenn man eine Software wie OBS verwendet, kann man da eben auch LUTs drauflegen in dieser Software. Ja, und mit einer Kamera, die eine Capture Card Funktion inklusive hat, via USB, da bringt das dann eben auch nichts weiter. Portkeys hat noch gemeint, es gibt noch so eine Stretch-Funktion für vertikale Livestreams. Das macht die Leute größer und das ist wohl in China bzw. Asien sehr beliebt für Livestreams, größer auszusehen oder ein schmaleres Gesicht zu haben. Also für mich ist das eher ein Monitor mit LUT HDMI-Output, aber auch das ist was Gutes, denn das können sonst nur teurere Monitore à la Small HD oder Atomos. In so einem günstigen Modell ist es dann tatsächlich was Besonderes. Insgesamt gefällt mir an diesem Monitor vor allem, dass er ein wirklich interessantes Gesamtpaket bietet. Das Ding ist günstig, es ist vollgepackt mit Features und macht nichts falsch. Abgesehen von dieser endlos langen und merkwürdigen Anschaltezeit. Dabei ist er auch noch deutlich kleiner als viele andere dieser HDMI-Monitore. Hier zum Beispiel mal ein Atomos Ninja 5 daneben. Die maximale Helligkeit ist so ein bisschen schade, da er eben so nicht unbedingt für den Außeneinsatz zu gebrauchen ist, zumindest nicht bei hellem Tageslicht. Was aber wiederum sehr praktisch ist, für den Außeneinsatz wird so eine kleine Sonnenblende mitgeliefert. Die Bildqualität auf dem Display ist dabei sehr gut, die Farbraumabdeckung ist allgemein sehr hoch und es gibt nicht viel zu meckern und die kleine Größe ist für mich einer der größten Pluspunkte an dem Teil, denn es ist eben nicht viel mehr als Smartphone-Größe und das passt eigentlich im Endeffekt noch in jeden Rucksack irgendwo rein. Aber das Marketing des Monitors, das würde ich anders handeln, da das Teil soeben nichts mit Livestream zu tun hat und alles, was der Monitor dafür bietet, könnte OBS zum Beispiel als Software auch. Ein Livestream-Monitor wäre für mich zum Beispiel sowas wie ein Blackmagic Video Assist, den man einfach über USB-C am PC als Capture Card verwenden kann, aber das ist eben auch deutlich teurer. Was man sich aber auch fragen muss, soll es ein eigener Monitor wie der hier sein? Oder lieber eine Lösung, die euer Smartphone zum Monitor macht, wie das Exun M1 für Android oder das Exun CMO für iPhones und iPads. Beides kostet weniger bzw. genauso viel, kann mit dem Smartphone auch aufzeichnen und kann auch live streamen und bietet eben auch so gut wie alle Assist-Features, die man sich vorstellen kann. Trotzdem ist dieser PT6 ein verdammt guter, günstiger Monitor. Wenn ihr es ähnlich seht und das Teil euch irgendwie gecatcht hat, findet ihr Links zum Portkeys PT6 da unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr bei diesen Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos diesen Kanal und sorgt so weiterhin dafür, dass ich solche Videos für euch machen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt, denn das war's für heute bei der Vision und ich sag dann mal, ciao bis zum nächsten Mal.